Und was der AKW-Ausstieg aus Anlegersicht bedeutet, dazu begrüße ich den Aktienexperten Jürgen Schmidt. Herr Schmidt, rechnen Sie denn auch wie Greenpeace damit, dass dieser AKW-Ausstieg einen Booster für erneuerbare Energien bedeuten wird? Ja, irgendwo muss der Strom ja herkommen, Herr Defner. Und wenn wir aus dem AKWs aussteigen, dann hat unsere Regierung natürlich den grünen Strom auf der Agenda, allen voran natürlich Wind- und Sonnenenergie. Und einige Aktien aus diesem Bereich haben Sie uns mitgebracht, aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, die da profitieren könnten. Zum einen aus dem DAX, die Siemens Energy. Warum die? Also Siemens Energy ist natürlich ein Unternehmen, das ganz breit aufgestellt ist. Zum Beispiel im Bereich Dampf- und Gasturbinen. Wir brauchen ja auch die Brückentechnologie auf dem Weg zu den Erneuerbaren. Aber mit der Tochter Siemens Gamesa ist man natürlich auch bei der Windkraft aufgestellt. Auftragswert mittlerweile oder Auftragsbücher voll prall gefüllt mit 100 Milliarden Euro. Dagegen steht ein Börsenwert von 16 Milliarden Euro. Morgan Stanley empfiehlt die Aktie zum Kauf mit Kursziel 33 Euro. Da ist also noch viel Luft nach oben. Aus dem Bereich Windkraft haben Sie Vestas aus Dänemark ausgewählt. Wie sehr könnten die eben durch das AKW aus in Deutschland dann Rückenwind bekommen? Wenn man sich vorstellt, Robert Habeck plant ja bis 2030 allein offshore die Kapazität von 8 Gigawatt auf 30 Gigawatt auszubauen. Da müssen also Windräder en masse her. Also, und das spricht natürlich für die Nummer 1 bei Windkraftanlagen Vestas, aber auch mit Schwachwindanlagen, wie beispielsweise sie in Bayern oder Baden-Württemberg erforderlich sind, ist man da gut positioniert. Die Aktie hat sich allmählich wieder gefangen, hat natürlich noch Schwierigkeiten, was die Margen angeht. Aber das sollte sich mit den Auftragseingängen jetzt auch wieder verbessern. Die Lieferketten haben sich ja auch normalisiert. Und bei welchen Aktien im Solarbereich sehen Sie Chancen durch das AKW aus in Deutschland? Also wenn wir hier in Deutschland mal uns umschauen, da gibt es eigentlich nur eine Adresse, das ist die SMA Solar. Ja, Wechselrichter, das braucht man natürlich, um den Sonnenstrom auch in die Netze zu bringen, auch in, natürlich in die Speichermedien. Und SMA Solar ist da sehr, sehr gut aufgestellt. Man hat schwierige Zeiten hinter sich, aber jetzt läuft das Geschäft wieder. Man hat die Prognosen erhöht und im Vergleich zur Konkurrenz international ist man da deutlich günstiger noch aufgestellt. Wenn wir die Schätzungen für 2023 nehmen, dann haben wir gerade mal den doppelten oder Umsatz im Gegensatz beispielsweise zu SolarEdge 4-fach oder Enphase 9-fach. Dennoch müssen wir natürlich auch die US-Unternehmen im Blick haben. Sagt Jürgen Schmidt, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Bitteschön.